Hallöchen, ihr Ungläubigen. Wir sind's wieder. Imperium Galactic Survival Crew. Mit dem Riesending. Mit dem Tag. Vieh im Vorgarten, wie es so schon heißt. Ach du Scheiße, ey. So, Herr Fleischer, ich habe Kupfer mitgebracht. Das ist ja schon im Einschmelzen. Letzte Folge habe ich ja Kupfer geholt und Lemmy hat Eigenleben entwickelt. Ja. Du hast ihn ja wieder zur Raison gebracht. Ja. Ihr konntet klären untereinander, hoffe ich. Wir sind wieder Freunde. Ihr seid. Irgendwie habe ich es heute nicht mit. Hast du es gehört? Ich hatte die gehört, ja. Hast du Munition ins Raumschiff gepackt? Nee, ne. Nee, ich habe übrigens den Munitionsblock gefunden. Okay. Ich hol mal Kupfer. Messing. Willst du denn Munition mitnehmen? Wo ist das Ding? Munition? Warpsprung nur. Was ist ein Warpsprung? Ach, Punkt ist das. Okay, gut zu wissen. Munition? Nee, brauche ich nicht. Ich kann Kupfer, komm mal her. Nein, ich will keine Munition. 5 Minuten. Nein. Haben wir wenigstens fertig jetzt. Komm. Nein. Lachen, lande. Das ist mein Raumschiff, lande. Lande. Das ist Lemmy. Magnesium. Lande. Jetzt. Okay. Komm mal runter. Stehe unter dir. Bis gleich. Jetzt sag nicht, du hast nichts abgekriegt davon. Nee. Dann setze ich mich in den großen. Lemmy ist bulletproof und ramm dich. Bin völlig falsch rum, ne? Los, dreh. Hat der eigentlich auch Munition? Warum ist denn das Ding so leer? Ja, der hat Munition. Kann man den öffnen? Wir brauchen Munitionslager wahrscheinlich auch in der Base, damit wir Munition für das. Nee, die Geschütze auf dem Dach dürfen noch dauerhaft schießen. Kannst du ausprobieren. Steig mal aufs Dach von der Base. Ja, habe ich gemacht. Er hat 128 Schuss. Und 0 im Inventar sozusagen. Echt? Ja. Hu hätte er es gedacht? Hu hätte er es gedacht. Magnesium war das nächste, gell? Nicht, dass ich jetzt hier falsch anfliege. Bitte ja. So. Wenn ich jetzt abgeschossen werde, weil Lemmy keine Munition hat, dann muss ich mich verfluchen. Wissen wir, was wir alle in die Kommentare schreiben? Ja. So, jetzt Minja ist ganz konzentriert. Nein. Okay. Gotcha. Geil. Diese Schubdüsen in groß zu sehen ist einfach nur geil. Ach, hier waren wir schon mal drin im Magnesium-Lager. Es ist geil. Oh, der Kerl ist auch noch hier unten drin und es kommt noch eine Spinne dazu. Was für ein Kerl? Ach, wir haben doch mal hier Magnesium schon mal abgebaut. Ja. Und Karl Otto ist doch hier unten reingeflogen. So ein Dino, weißt du, wo das Hinterteil fehlt? Ja. Und der steckt immer noch hier drin. Der hatte sich, das ist so sein Ding, ne? Der hatte sich gemütlich gemacht. Kannst hier nicht graben. Ich kann auch so eine Grille graben. Und wir brauchen jetzt Magnesium, weil wir sonst keine Munition haben. Richtig, ganz wichtig. Wir brauchen Munition. Wo hast denn du... Jetzt dann die Kupferhaste hier. Sehr gut. Jetzt weg mal hier rübernehmen. In den dritten Graf da. Und hier zimmer ich mal Kupfer raus. Ansonsten müssten wir noch die großen Dings skillen. Technikbäume. Oh, die großen, ist das neu? Misk ist das. Hier diese, kannst du dich erinnern? Diese neuen Pflanzen mit den orangen Tellern am Stamm. Also diese, die ich Sauerstoffpflanzen genannt ja, habe. Ja. Da wehen jetzt die Wedel, also diese Fahne, die da so raushängen, die wedeln so. Die wudeln, achso, okay. Wudeln, wo wedeln. Ist natürlich cool, ja. Ist echt cool. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich werde jetzt hier einfach nach hinten erweitern, das Ding. Das wird schon lustig. Ja, bau doch nach vorne raus, noch äußere Richtung Wasser. Ja, auch noch, ja, Mike auch. So enorme Ausmaße. Wenn ich mir so nachher das Cockpit irgendwie Cockpit nach oben setzen einfach. Au, jetzt zeig mir. Das Ding ist schon so hoch, dass du beim Runterspringen wehtust. Das ist doch schön. Ja, mag ich so. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Wenn man hier sitzt, wie wendet. Ich habe übrigens heute zum ersten Mal Rainbow Six gestreamt. Ja. Auch schon erstmal gespielt. Ich habe diese komischen Messes-Aufgaben, also dieses praktische Singleplayer, wo du erstmal übst. Ja. Weißt du, wo die Waffen kennenlernst und so weiter. Ja.
Also ich finde es ja schon geil, wenn du da richtig schön aufdrehen kannst und hast immer noch deine 60, 70 FPS, gell? Also wenn du so schön auf ja. Maximum. Aber? Klingt irgendwie nach Aber an die ganze Zeit. Ja, aber, weil es gab doch beim letzten Patch irgendwelche HD-Texturen. Okay. Und ich finde, so HD habe ich das gar nicht gesehen. Also ich finde die Grafik ja schon, naja. Okay. Also ich hatte jetzt was anderes erwartet. Weißt du, was ich meine? Also ich dachte jetzt modernes Spiel. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass es ein Multiplayer-Shooter ist. Und dass man da versucht, so ein bisschen eine Engine zu nehmen, die gut läuft, ne? Ist ja auch das Call-Prinzip. Definitiv, ja, definitiv. Also kann ich mir vorstellen, so. So. Ja, aber es war ganz gut. Ich habe so diese Terroristen gemacht, weißt du, irgendwo Terroristen. Terroristen? Terroristen, mhm. So im Schiff, im Schiff, im Flugzeug irgendwie Sachen machen. Ich habe es teilweise sehr unkonventionell gelöst. So Rambo Mode On, weißt du, / Rambo Mode On und dann. Ja. Ging denn, oder was? Ja, weil halt, es war auch leicht, ne? Also, es war ja auf dem Pussy-Modus und. Ich hab's mal mit Fischi gespielt. Ja. Eigentlich nur gespielt, ein bisschen online, da also, war aber gerade neu. Das war schon cool. Ja. Was ich mir halt wünsche, ich habe damals Rainbow Six Raven Sheet gespielt, das habe ich bestimmt schon mal das ein oder andere Mal erzählt. Und da war es halt so, dass du halt gemeinsam gegen KI zocken konntest, weißt du? Also ähnlich wie diese Singleplayer-Mission. Ja, stimmt, ja. Und das fand ich eigentlich ganz lässig. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen schade, dass man nicht kooperativ dann so irgendwie ein Flugzeug einnehmen muss und dann schön auf Hardcore stellt und weißt du, dass man so eine Herausforderung hat. Ja, aber eine Herausforderung ist es doch einfach, das Ding Multiplayer zu machen, ne? Definitiv, weil die KI halt, also ein Mitspieler ist natürlich immer schlauer als ja. Man selber und bei mir sehr leicht. Geht das schnell. So. Ich hätte gerne Glas. Glas. Glasscheiben. Fenstertransparent, schräg, Transmasse. Hitpoints 20, Hitpoints 25. Nein, geht doch. Wie viel Magnesium brauchen wir denn eigentlich eine Menge, ne? Wegen Munition, oder? Eine Menge, ja. Magnesium, ja. Menge. Bitte, ja. Auf jeden Fall eine Menge. Oh Mann, ist die zweite Folge, wo ich nur abbaue. Du, und Lemmy vom Himmel hole. Ich habe übrigens noch 50 Rumpfblöcke einstecken, weil ich ja die für die Lemmy-Rettungsaktion brauchte. Eisen, Kupfer und Silizium. Egal, latsch mal nicht über meinen Kupfer und du auch nicht. Jetzt laufen die hintereinander her. Die Spinne läuft dem Dino hinterher und ey, Digga, hier kommt denn so, soll ich es ja lösen unten? Dann ist ja auch irgendwie die Tierquälerei, oder? Die hier in der Grube zu lassen. So. So, so, es muss weitergehen. Ja. 391 habe ich. Was sagst du? 391? Ja, das reicht erstmal. Glaube ich. Nicht jetzt habe ich 412. Aber, okay, ich habe jetzt 303 Blöcke noch im Inventar. Ging nicht mehr oder was? Ging da nicht mehr? Ja, Mann, tut mir leid. So. Oh Mann, ey. Das ist enorme Ausmaß, selber Scheiß. Das Raumschiff, ja. Verarsch mich, wo ist es? Oh nein. So, dachte, Lemmy wäre schon wieder abtrünnig. Ja, der wehrt sich aber auch. Also, ich merke das schon. Hat er mit mir gesprochen vor der Aufnahme. Bitte, lass mich mal nicht, bitte, Miniatur. Der fliegt so eckig. Ich bin aber nicht dafür nicht gemacht. Bin der Runde. Bin mehr so. Sind wir da zu Hause? Ich glaube ja. Hey, ich wollte doch Fenster haben. Was ist denn das hier? Fenster, transparent. Wollte ich doch haben. Was ist denn das für ein Ding? Hack jetzt nicht rein. Heimat, doch, das ist echt die Heimat. Warum sehe ich das schon aus der Entfernung? Achso, weil du gerade ein kleines Raumschiff baust. Will er mich verarschen? Verarschen? Willst du mich verarschen? Guten Tag. Hallo. Danke.
siehst du die Menschen, wenn wir uns wiedersehen. Ich finde die Taste nicht im Blind. Ich sag nur hello again. Howard Carpenter, fand ich damals richtig cool. Wirklich? Mhm. Als Kind kann man nicht so differenzieren und ich habe nicht so viel verschiedene Musik gehört. Da kann man nicht, ja, gut, ja. Das ist schade. So, jetzt zeig ich hier, wisst ihr, was noch geil wäre? Scrappen. Willst du, scrappen? Ja. Willst du Dings haben? Boah, was ein Klotz. Was ist denn vor? Hast du ich zu viel gebaut? Ich will scrappen. Wer zuerst fertig ist. Los. Ich bin bereit. Kommen da Gläser raus? Ja. Aber nur eins. Ist, glaube ich, auch nur eins verbaut. Besser als nichts. So leise. Ja, von oben ist gerade ziemlich leise. Also du bist mir gleich auf jeden Fall lauter. Ist doch schön, ne? Dass du mich endlich mal lauter machst als das Spiel. Ja, dass die Zuschauer das ist mehr so ein... Ach, jetzt weiß ich, was du mit Zeppelin meinst, weil du es unten ein bisschen kleiner baust. Ja. Wo hast du jetzt verschiedene Fenster hier drin? Ja, weil ich festgestellt habe, dass nicht transparent das Fenster links Alter, was rechts ist. Alter, das hier? Das ist die falsche Fraktion. Ich komme nicht an das Ding ran übrigens, ne? An welches Ding? Ich komme nicht ran an die Fraktion. Ich kann es nicht steuern. Kannst du dich auf den Beifahrersitz setzen? Nee. Das ist jetzt schade. Vielleicht nehmen wir den Kern raus und machen einen neuen Kern drin. Achso, musst du machen. Ich kann nicht. Kannst du mal ihn ansetzen? Ja. Kannst du überhaupt abbauen? Ja, ja. Kriegst du Material? Okay. Halt, ja, dauert einen Moment. Bis der abgebaut ist. Abgebaut. Na gut, wir werden sehen. Kein Sprit mehr in der Basis? Sieht so aus, wa? Ja, ist leer. Ich habe auch keine Energiezellen. Hast du noch? Ja, 124. Ja, hier sind auch mal 8 drin. Hilfst du noch? Ist an. Läuft bereits. Der Kern wird gebaut. Gut. Jetzt ich mal als Gründer, wa? Naja, Gründer. Du hast die Ehre. Ja. Oh. So, schauen wir mal. Bitte lass das jetzt funktionieren. Sonst haben wir noch da hinten noch zwei. Wo ist die Raumschiffe hin? Ah, da ist es noch. Wo ist das andere hin? Das andere sehe ich nicht mehr, das kleine. Ja, stimmt. Ist weg. Ich hoffe, das ist jetzt richtig rum. Weißt du, was ich meine? Einfach von hier? Nee, ja, genau, so. Ich hab's von hier, so. Oh Gott. Wo hab ich's eingebaut? Falsch? Es sind ja so viele. Guck mal, für Karte, wie viel Ground Vessels da stehen hier. Wie viel. Kann ich jetzt da drin sitzen? Ja. Nee. Ja, nee, so sah der vorhin auch aus. Also, mal jetzt komm ich auch rein. Dann mach nochmal. Kam's gerade aus dem Kern wieder raus. Ja, ging mir auch. Hab ich eben bei dir auch gesehen. Ich mach nochmal, guck. Ja. Aus dem Kern wieder raus. Ah, jetzt weiß ich wieder, mal. Ich wollte. Alter, das ist riesig. Kannst du mal die Fenster jetzt hier einbasteln? Ja, die Lücken, die du gelassen hast? Nee, die Fenster. Nee, die das Fenster. Material meinst du? Hm, genau. Hier rein, da, okay. Ja, genau. So, jetzt wollte ich nochmal. Magnesium rechts ansetzen. Ich habe gerade noch Blöcke gegeben, 50. Ja, schmeiß hin. Brück noch. Nur 300 im Inventar. Wir brauchen noch, wie heißt das Ding? Aber ist gar nicht so schlecht, du, wenn wir hier unten so eine Art Kommando-Dings haben und oben drauf kommt so. Also nochmal, ja, wenn wir unten noch eine Kommando-Dings-Brücke haben und oben drauf kommt so ein, weißt du, so ein, wo wir halt alles andere hinbauen. Richtig. Gott, was ein Klotz. Jetzt überlege ich, ob man den das Cockpit dann später nach oben setzt halt. Elektronik, eine Elektronik braucht der scheiß Aufzugblock. What the fuck? You kidding me? Magnesium setze ich mal dem Kleinen hier an, ne? Bevor es hier noch was kommt. Nee, ja, hier machst du wieder ja, Elektronik. Ja, lass mal ran da, kurz.
Ja klar, ich brauch doch hier alles. Muss alles sein. Also ich darf mit Lemmy Ausflüge machen? Mach doch Magnesium, mach doch Magnesium bei den Kleinen da hinten. Hä? Verstehst du? Weil du jetzt hinlaufen musst, oder was ist da jetzt am Problem? Gut. Nee, ist schon gut. Geh raus. Ja, ein bisschen auf. Raus. Geht schon. Hier. Ach Mann, jetzt ist wieder Nacht. Ist immer Nacht. Die waren teilen, ich kann sie mir nicht mehr merken. Zu viele, jetzt. Zu viele Spiele. Ist immer Nacht. So, mein jetzt hier gerade so immer Kabel. Genau, Kabel sind auch wichtig, weil. Einfach mal 10 Aufzugsblöcke. So, wenn ich die Aufzugsblöcke habe, dann. Die setzen wir jetzt in der Mitte hier rein, quasi links und rechts. Oder außen, ja, mal außen, genau. So, die machen Magnesiumpulver. Roll die Spule auf dem Dach. Wenn wir das Ding einschalten, zieht es die gesamte Basis daran, oder? So. Und es implodiert so ein bisschen. Ja, das Ding, ich habe sogar noch einen Quatsch, hier, wie heißt das Ding? Schwerkraftgenerator. Der muss hier auch noch rumrufen. Der ist auch überhaupt nicht klein. Wo bist du denn jetzt? Bist du auf dem Dach? Ich bin auf dem Dach, ja. Warte, ich gucke mir das mehr an. Achso, und dann muss ich noch ein Kabel machen, genau. Gott. So. Okay, bin da. Nein, das wollte ich nicht. Kannst du dahinter setzen oder so? Shit. Das? Wollte ich nicht. Denn ich habe den falschen Knopf hier drückt. Also das ist echt beeindruckend, gell, so ein Ding. Das Ding ist viel, verglüste ja. Instant. Aber wie, also wie geil der auch aussieht, ne? Der ist echt. Ich finde ihn hübsch. Sehr hübsch. Finde auch die Grafik, aber, also aber dieser den Raum hier unten finde ich fast zu hoch. Also ich würde sagen, man könnte da ruhig noch eine Decke einziehen. Den Raum unten? Ja. Ja, wenn ich die Decke eins tiefer mache, ist es genau eins hoch. Ja. Nee. 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 Okay. Nee, nee. Also, nee, nee. So machen wir. Fangen wir ja nicht erst an mit die Spiele. Was kann ich tun? Ja, was kannst du tun? Okay. Let's play ab sofort Jack Fleischer alleine. Ich weiß nicht, was du tun kannst, Minjas. Ja, auch nicht. Sag mal, ist das Capital Vessel immer noch größer als die Basis? Nee, ist die gleiche Größe. Gut, ich denke mal, die Masse ist schon deutlich erhöht. Macht der Munition? Ja, der macht Magnesiumpulver auf jeden Fall. Na gut, dann lass ich das erstmal durchlaufen. Wie lange denn? 17, 17, wie viel Uhr? Wie viel Zeit? Ja, ich müsste eigentlich noch jagen gehen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, hier läuft nichts mehr rum. Also wir haben sie ausgerottet. Du hast doch letztens da so ein... eine kleine Strandparty gefunden. Meinst du, die gibt es nicht mehr? Der meinst du, die läuft nicht? Ja, keine Ahnung. Ah, hier ist ein Blob. Okay. Heißen halt nur zwei hoch. Zwei hoch ist, denke ich mal, in Ordnung. Mach's mal wieder ein bisschen lauter, wenn ich nicht abbaue. So. Kumpel. Guck mal, ob ich noch was finde. Irgendwie habe ich heute keine Farbe im Gesicht. In Wirklichkeit? Farbfrei seit 85? Mondscheinblässe. Warum decayen eigentlich die Leichen hier nicht? Verstehe ich nicht. Level 11. Schön. Was bin ich jetzt? Ich bin, hab nicht viel Level gemacht gerade, ja. Du bist weit wie ein voraus. Ich sehe es nicht. Wo ist es hin? Erkläre. Wo ist es hin? Schon tot? Oh, das war der Papa. Der findet es jetzt nicht so geil, dass ich ihn so beschossen habe. Ist auch kein Unterschied zu sehen. Machen wir einfach. So, wo liegt er? Da liegt er.
haben wir noch Fleisch. Wo habe ich denn? Da ist vielleicht noch was drin und deswegen können wir sie nicht abbauen? Hm, naja. Ach, da ist noch was drin. Ich glaube, deswegen die Kane nicht. Weißt du, was ich meine? Wenn du den Viechern Zeug drin lässt. Genau, jetzt ist das Fleisch auch noch drin. Das ist auch noch frisch, gell? Da brauchst du nicht mal einen Kühlschrank. Was ist denn jetzt los? Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Nee. Ich habe gerade auf Y gedrückt. Auf Y gedrückt? Wo? Im Raumschiff. Im Großen? Ja. Und? Ja, und? Beweg dich, ja. Dreht sich alles. Sieht wie schön aus. Hast du denn schon Triebwerke nach unten? Nee, ich wollte nur mal Licht innen anmachen. Alter, was passiert denn da gerade? Ist das der Schwerkraftgenerator? Ui. Der oben der Schwerkraft. Oh, brennst du gerade unsere Basis ab? Krass, sieht cool aus. Der Schwerkraftgenerator ist ja geil. Macht. Sag mal, Warp-Antrieb anmachen? Direkt? Mach mal. Nee. Are you fucking crazy? Warte mal, ich. Siehst du bitte? Hast du gehört gerade? Ich bin ganz körperenthart. Wo bist du denn überhaupt? Ich bin im Cockpit. Hier, yeah, Captain! Captain! Sehen Sie mich! Captain! Blinzeln Sie, wenn Sie leben! Captain! Mann, das stimmt nicht. Ich kann das nicht. Captain, du hast die Taschenlampe in der Hand, Digga. Ja, yeah, damit fahren wir. Wohin fliegen wir? Wir fliegen erst. Haben wir denn keine glasklare Front, dass wir auch rausgucken können beim Navigieren? Nee, kann man leider nicht. Es gibt doch durchsichtige Fenster. Ohne Lamellen. Nee, gibt's nicht. Nee? Nee, gibt's nicht. Doch. Okay, dann zeige mir. Nimm Bookshelf. Zeige. Kondensator, Deko, Kondensator. Das müsste unter. Wo sind denn die Fenster? Oh, das ist auch ein. Was ist denn jetzt? Dummer Scheiße. Was hast du denn jetzt gemacht? Naja, hat sich hier selbst gebaut. Aber vorne kann man sich so schnell transportieren, oder? Siehst du, ich komm durch. Ich brauch's nicht mehr laufen. Meine Damen und Herren, mit dem Abbau dieses missglückten Unglücks werde ich mich verabschieden und Minias gleich mitnehmen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schönes Leben. Bis dann. Grüße an die Hindenburg. Tschüss.